Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Im letzten Part haben wir noch mal ein paar kleine Aufträge, angenommen und endlich ist unsere Unschuld offiziell bewiesen. Und wir haben auch am Ende des letzten Parts noch mal von Gardevoir geträumt und ein Erdbeben hat uns aber wachgerüttelt. Schauen wir mal, was in diesem Part auf uns wartet. Das war ein Erdbeben. Oder etwa nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Gordevoir hat zu mir gesprochen. Sie erzählte von etwas sehr Wichtigem. Genau, das war es. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu. Okay, das hatten wir ja schon. Gordevoir weiß es. Sie weiß, warum ich zu einem Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Guten Morgen, Torti. Stimmt etwas nicht? Ah, natürlich. Es geht um das Erdbeben vorhin, stimmt's? Ich hätte mir ja denken können, dass du deswegen genauso besorgt bist wie ich. Sinsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Man sagt, Groudon sei furchtbar stark. Das macht mir Angst. Andererseits ist Sinsalas Team aber auch noch sehr stark. Die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsala sich um Groudon kümmert. Uns bleibt also nichts weiteres übrig, als uns in Geduld zu üben und zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Also, nichts wie los als Retterteam. Oh, ein Issa und ein Wo-Ingenau. Über Wo-Ingenau haben wir auch irgendwas gelesen, dass sich das irgendwie mal verlaufen hatte, ne? Also, ich bin Issa und das ist Wo-Ingenau. Wo-Ingenau! Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Pelipperpost angebracht. Genau! Bitte, bitte seht doch mal nach. Bitte, bitte. Genau! Wohin genau? Bitte helft uns. Wir müssen uns jetzt los. Genau! Okay. Was war das denn jetzt? Dieses kleine Pokémon eben. Wie hieß der Junge noch gleich? Isso. Er wollte, dass wir uns das Infobrett vor der Pelipperpost ansehen. Ich mache den Ton mal ein bisschen leiser. So. Vielleicht stecken da ja die beiden ja in Schwierigkeiten und deshalb und haben deshalb einen Rettungsauftrag an die Info-Head gebracht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts wie auf zur Pelipperpost. Sehen wir uns das Infobrett an. Ja, heute will ich aber mal ein paar Dungeons wieder bestreiten. Ein paar Missionen machen. Finsterfrost. Oh Gott. Ampharos als Shiny. Dragoran. Finsterfrost. Aber hier haben wir 11 Aufträge von Ampharos. Wir gehen in den Finsterfrost. Aufbrechen. Finsterforst E1. Wir gehen mal direkt weiter. Du hast die Ebene erreicht, wo sich Taubsi aufhält. Okay. Dann wollen wir Taubsi natürlich auch schnell mal retten. Irgendwie habe ich voll Schnäppke vermisst. Ich weiß nicht warum. Nein! Eine Eiszahn. Bam. Ich hoffe, man hört es nicht. Mein Elgato Center spackt mal schon wieder ein bisschen rum. Warum auch immer. Levelaufstieg für Emilia. Level 26. Ja, moin. Levelaufstieg für uns, ne? Für Tati, jawohl. Als ob Mogelbaum nicht down gegangen ist. Ja, ist klar.
Kann ich die Benachrichtigung nicht irgendwie ausstellen? Nee, wir bleiben. Mirafla haben wir schon. Oh, verdammt. Wir waren da unten schon richtig. Möchtest du weitergehen? Jawohl. So, ein Flohkiefer wäre auch nice. Wir bleiben im Dungeon natürlich. Wir haben noch ein paar Aufträge hier zu erfüllen. Ja, wir haben Mirapla zwar schon, wir nehmen es aber mit. Und ja, wir kriegen dann nachher Geld von Mirapla. Blizzard! Zählt das... Zählt das eigentlich auch, wenn ich Blizzard einsetze? Eigentlich schon, es kommt ja von der gleichen Attacke. Aber was für ein Pokémon ist denn da? Ja, hier hast du den Mini-Blebersamen. Ein Quiekel! Dankeschön, Quiekel ist down. Als ob. So, hier geht's weiter. Und auf dieser Ebene gibt's anscheinend nichts zu holen. Alles klar. Und wieso? Möchtest du weitergehen, ja? Fensterforst E5. Oh, ein Jammer. Korrekt, dass wir haben zwar, glaube ich, nichts auf dieser Ebene zu tun, aber ich glaube, wir können uns einen Janmar krallen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, cool. Aufstehen. So, Janmar, du brauchst einen Apfel, Starfhunger. Bitteschön. Nice. Jawohl. Nice. Damit haben wir auch ein Janma. Nice. In der Hoffnung, dass wir das natürlich aufnehmen können, aber ich denke mal schon. Und Sonflora nehmen wir natürlich auch mit. Sonflora fehlt uns noch. Schutzrhythmus. Talent, okay. Was haben wir da unten? Pokégeld. Immer her damit. Möchtest du weitergehen? Ja. Fensterforst E6. Blizzard ging daneben. Komm. So. So, Plusel, dann gehen wir neben deinen Kingler. Oh, ich hoffe immer noch, dass wir Ampharos begegnen und einen Shiny bekommen. Aber wer weiß. Spätestens im Shiny Hunting werden wir schon
etwas bekommen. Blizzard. Wo geht's denn hier lang? Knilz haben wir schon, aber da müssen... Nee, müssen wir gar nicht lang, oder? Wechseln zu Emilia. Juhu, hier geht's weiter. Möchtest du weitergehen, ja? Amarena-Bäre, okay. Schauen wir mal, ob wir auch eine Amarena-Bäre finden. Oh, ein Gerdax. Ich weiß gar nicht, ob wir Gerdax schon haben. Aber ich glaube, Gerdax haben wir schon. So, Amarena-Bäre haben wir. Hutut haben wir, glaube ich, auch schon. So, hier hast du deine Amarena-Bäre. Wir bleiben. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Fensterforce E8. Und ab hier gibt's Ampharos. Hallo, Kokowai. Illumise, alles gut. Wir sind hier. Bleiben. Was? Egelsamen? Ach komm. Auf Wiedersehen, Knilz. Weiter. Wir gucken mal, auf E9 müsste Ampharos sein. Okay. Hallo Sichlor. So, damit wäre auch diese Mission completed. Wir bleiben. Ach komm, wir erledigen die einmal. Zack. Aua. Da oben ist... Ah, okay. Unser Hydropi hat es schon eingesackt. Amphi, wo bist du? Also meistens gibt es immer pro Ebene drei super Gegner. Aber bisher keine... Kein Amphi. Leider. Ja, dann haben wir, glaube ich, alles. Gehen wir mal nach unten. Hier können wir nochmal nachschauen, aber... Ne, alles gut.
Gehen wir mal in die nächste Ebene, in der Hoffnung, dass wir da auf Ampharos stoßen. Möchtest du weiter? Ja. Finsterforst, E10. Marina-Bälte, okay. Hier bekommen wir Besuch von Huthut. Hier ist die Amarena-Bärre. Nein, ich will das Krokobai fertig machen. Nein! Schnäppke! Bis jetzt immer noch kein Amphi. Amphi, wo bist du? Ach, kein Amphi auf dieser Ebene. Schade eigentlich. Hier hast du deine Amarena-Bärre. Okay, diese Mission ist auch completed. Wir bleiben. Holen uns da oben noch das Item. Oh, Puppegeld. Können wir immer gebrauchen. Möchtest du weiter, ja. Finsterforst, E11. Oh, warum setzt du Geduld ein, Hydropi? Boomels haben wir auch noch nicht, ne? Aufwachen, Boomels! Jetzt kein Ampfer. Amphi, wo bist du? Heile mich, Emilia. Danke dir. Als ob du einen Steinwurf überlebst. So, Mirapla wird damit auch gerettet. Ich will natürlich noch mein Amphi finden. Hallo, Sichlor. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Nein. Ja. Finsterforst E12. So, hier muss jetzt aber irgendwo mal Amphi sein. So, du setzt jetzt mal bitte... So, du setzt jetzt mal bitte Schlammbombe ein.
Oh, hier ist noch ein schöner Apfel, den nehmen wir mit. Jetzt haben wir eigentlich voll viele Äpfel, ne? Aber immer noch kein Amphi in Sicht. Das ist ganz schön nervig. Hallo Mobai. Kein Amphi bis jetzt in Sicht. Schade eigentlich. Was? Es gibt zum Teil kein Ampharos. Also, man muss also anscheinend richtig Glück haben, dass man auch überhaupt Ampharos in den späteren Ebenen antrifft, okay? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Moin. Magenfüller. Ja, man kann sich vor dem Camp Hochnebelwald niederlassen. Möchtest du Jan mal deinen Titel aufnehmen? Jawohl. Nein. Und Sonnenflora auch. Jo. Sonnenflora nehmen wir gerne mit. Nein, kein Spitznamen. Jetzt zahlen wir erstmal ordentlich ein bisschen Geld ab. Nein, ich will das Miraplan nicht in mein Team. Nein. Kingler kann gerne in mein Team kommen. Das weiß ich, dass ich das noch nicht habe. Oh, Flunkiefer wäre auch schön. Wir haben voll viele Äpfel jetzt. Aber ich bin da trotzdem noch vorsichtig mit. Werde sparsam mit den Äpfeln umgehen. Owei, wo Owei kann es gerne reinkommen. Owei haben wir, glaube ich, noch nicht. Nein, kein Spitznamen. Ich denke, das reicht für heute. Lass morgen weitermachen. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Trotti. Geben wir heute wieder unser Bestes. Und die Pelipperpost kommt natürlich oder darf natürlich nicht fehlen. Pokémon-Zeitung Extrablatt 2. Torti unschuldig Teil 2. Glurak äußerte sich vor Ort zu den Ereignissen wie folgt. Was? Die sind zurück? Das dachte ich mir von Anfang an. Haha, das Porter fügt hinzu. Dieser Shoukigenga, so kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel.
Despot, da wäre ich auch vorsichtig. Kabuto fühlt sich wieder jung. Einer unserer ältesten Bewohner fühlt sich wie neugeboren. Kabuto hatte ein langes Gespräch mit Relikant, bei dem beide von der guten alten Zeit schwärmten. Doch nicht einmal Kabuto kann mit Relikants Geschichten von vor einer Million Jahren mithalten. Kabuto dazu, jetzt fühle ich mich gleich viel jünger. Okay, Lapishülle kann man auch gleich annehmen. Zack. Genau, wir wollten gucken, ob wir Pokécamps freikaufen können. Schauen erstmal, was wir verkaufen können. So. Zwei Gold. Achso. Zwei Goldbänder heben wir ab. Jetzt will ich diesen ganzen Müll mal hier weg haben. Mal ein bisschen unser Lager sortieren. Okay, verkaufen wir erstmal ein paar Sachen. Oder warte, lagern. Lagern. Achso, lagern wir auf jeden Fall die ganzen Äpfel. Ja, hier alles volle Äpfel. So, das kann auch gelagert werden. Ein bisschen Platz haben wir. Abholen. Was können wir denn noch mitnehmen? Zinkbandana. Kann auch mit. Ich verkaufe dieses ganze Zeug mal. Spiralstirnband. Schützerbanda. Okay, wir sind voll. Wir verkaufen einmal. Stopper-Ohr. Versetzt alle Gegner in der Höhe der Versteilung. Das behalten wir. Top-Etter. Schlafsahn verkaufen wir. Jawohl. Schade, dass man die Sachen nicht einfach anklicken kann. Ja. Top-Etter. Ich denke hier auch. Ach, wisst ihr was? Wir verkaufen einmal kurz die zwei Goldblätter. Jawohl. Zack. Jawohl. Und obwohl, eigentlich will ich eine Ebene mit 9000 freikaufen mal. Das hatten wir noch gar nicht. Möchte ich aber, oder? Doch, eine haben wir, glaube ich. Items. Ach, verdammt. Ich will nicht kaufen, ich will verkaufen. Items verkaufen. Was bringt denn noch? Also, Eisen. Geobrocken bringen nur 30. Da bringen wir 400. Jawohl. Wiederholungsbrille 250. Oh ja, hier kannst du gerne haben. So, zwei fehlen uns noch. Die kriegen wir auch irgendwie rein. Lebersamen, Stine wäre Top-Etter. Samen. Ja. Nehmen wir den Lahmzweig. Den Lahmzweig, ja, zack. Dann haben wir 9000 und können uns wieder ein neues Pokégebiet erschließen. Hallo Knuddeluff. Ich möchte heute mal ein ganz großes Camp erschließen. Okay, die ersten drei Seiten haben wir. Rätselcamp O. Eine von zwei Steinen kann man an der uralten Ruine, die eine. Holen wir uns die mal. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber. Zack. Ne, das war's erstmal soweit. Dann danke ich euch fürs Reinschauen. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir machen im nächsten Part wieder. Bis dann.